ohne ABE nur für Rennsportzwecke. Das kann eigentlich echt nicht sein. Was ich mir neu holen werde. Sohoho. Meine Damen und Herren. Es war mal ein hässlicher Blaubarsch. Der war so hässlich, dass alle gestorben sind. Ende. Kurz meine erfrorenen Finger aufwärmen. Daily Business. Tag Leute. Und herzlich willkommen zu einem neuen Drecksvideo von mir. Wir sind hier in der wunderschönen Natur. Es liegt noch ein bisschen Schnee vom Winter, den wir über alles lieben. So, genug Schabernack. Und heute soll es mal um meine Auspuffanlage gehen, beziehungsweise was ich an ihr noch machen werde und was ich mir neu holen werde. Meine Nase rennt so sehr, dass ich meinen Rotz trinken kann. Stop it. Get some help. Perfekt. Also, ich habe hier die Beta OEM, Yo, was geht ab, Sabrina? Ich habe hier den Beta OEM Racing Krümmer oben. So sieht das Ganze aus. Kleiner Krümmerporn. Ich bin auch ziemlich zufrieden. Top Speed so, also auf der Geraden 75 km/h, bergab so 83 und es fängt zu schneien an. Und ja, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Der Reso, also Resonanzbereich, kommt eher zum Schluss, aber ist der eigentlich auch für Enduro und so gedacht, für den Enduro-Sport. Hinten habe ich noch den originalen Angel-Dämpfer oben, der ziemlich okay aussieht. Nothing special, aber er macht seinen Job. Das Ganze hört sich so an. Kurzer Autismus-Kick. Also dachte ich mir, ich könnte mir eigentlich auch einen neuen Angel-Dämpfer holen. Und um den soll es heute gehen. Ich fahre jetzt mal los, bevor ich komplett hier eingeschneit werde. Krümm ist irgendwie auch nicht mehr heiß. Perfekt. Wie immer jetzt schon mal ein Like da lassen, den Dreckskanal abonnieren. Und auf gar keinen Fall die Glocke aktivieren. Ein paar Sekunden später. Ich glaube, ich werde das Video, ich habe mir den lautesten Auspuff für mein Moped bestellt, nennen oder irgendwie so in die Richtung. Und zwar habe ich da zwei Angel-Dämpfer in der engeren Auswahl. So, wo fahren wir hin? Ich glaube nach links. Getriebeschaden incoming. Und zwar sind das Angel-Dämpfer von Scalvini. Ich habe ja schon in dem Video, wo ich getestet habe, wie weit ich mit einem Tank komme, darüber geredet, dass ich mir einen Shorty kaufen möchte für die Beta. Und leider ist der Shorty nicht passend für mein Modell, also für mein Baujahr, also 2021. Richtig geil, Alter. Sonst hätte ich mir den gleich gekauft und raufgeklatscht. Aber da das hier die 2021er Variante ist, passt der anscheinend nicht. So steht es auf jeden Fall auf der Website. Und das hat mich sehr traurig gemacht. Also lasst ein Like da, um mich aufzumuntern. Soll ich dir die Birne an deinen Kopf schmeißen oder was? Ein Like ist gleich ein Respekt. Und zwar habe ich mir jetzt zwei rausgesucht, die auf meinen Krümmer passen. Das sind zwar, glaube ich, keine Shorties, bei dem einen bin ich mir nicht ganz sicher. Und die will ich euch kurz zeigen. Als erstes haben wir den hier. Der Blickwinkel ist wieder perfekt. Ich lese euch das mal vor. Racing Schalldämpfer Scalvini. 140 Euro auf Nacken. Produktinformationen. Racing Schalldämpfer Scalvini. Aluminium Endschalldämpfer. Hersteller Scalvini IT. Ich habe gar nicht gewusst, dass die eine IT-Firma haben. Also Scalvini Italian, man kennt ihn. Kompatibel mit OEM Krümmer. Ich glaube, das ist der hier. Ohne ABE, nur für Rennsportzwecke. Ja, das passt perfekt, weil ich fahre nur auf der Rennstrecke. Also da muss ich mir keine Sorgen machen. Passend für alle Beta RR50 Enduro Motard Modelle ab 2012. Jo, müsste eigentlich passen. Das Ganze sieht dann so aus. Sieht man das? Ist so eine Aluminium-Optik. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Shorty ist oder nicht. Da stehen auch keine Abmessungen in der Infobox. Also keine Ahnung. Jo, sieht auf jeden Fall nice aus. Dann kommen wir zu einem anderen. Und zwar hat er so eine Carbon-Optik. Ziemlich ähnlich, außer der Endpimmel oder wie man das nennen soll. Wahrscheinlich
wahrscheinlich Endpimmel, die Endkappe. Und ich sehe gerade, dieser Artikel ist zurzeit leider ausverkauft. Eine neue Lieferung ist bereits auf dem Weg. Bitte schau morgen nochmal vorbei. Emotional, dammit! Danke für nichts. Das ganze Stück kostet 200 Euro. So, ich lese das Ganze nochmal vor. Racing Schalldämpfer Scalvini. Aluminium Endschalldämpfer mit Carbon Endkappe. Hersteller Scalvini Italien. Kompatibel mit OEM-Krümmer. Ohne ABE, nur für Rennsportzwecke. Mit 3 Ausrufezeichen. Oh mein Gott. Passend für alle Beta R 50 Enduro Motard Modelle ab 2012. Natürlich ist er jetzt ausverkauft. Dankeschön, danke, einfach nur danke. Das Ganze sieht so aus. Kann man das sehen? Sieht man das? Also ich habe mich noch nicht entschieden, aber da der eine ausverkauft ist, schauen wir mal. Kommt auch drauf an, wann ich den bestelle. Also wenn es jetzt die ganze Zeit schneit und so, werde ich ihn jetzt nicht gleich bestellen. Aber wenn das Wetter so halbwegs okay ist und nicht die ganze Zeit schneit oder regnet, dann kann man das auf jeden Fall machen. So, das sind die zwei Endschalldämpfer. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welcher euch besser gefällt, welchen ihr nehmen würdet. Also ich sage jetzt noch nicht, welcher mein Favorit ist. Auf jeden Fall wird es einer von den zwei Endschalldämpfern. Schreibt auch mal gerne in die Kommentare, ob ihr ein Video dazu wollt, also zur Montage, wie man den anbaut, den Endschalldämpfer. Dann kann ich mal so ein kleines Schrauber-Moped-Tuning-Video machen, wenn ihr Bock drauf habt. Ich schätze mal, der neue Endschalldämpfer ist dann auf jeden Fall lauter, da er, glaube ich, auch etwas kürzer ist. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, der Originale hat ja einen Cut oder irgendwas drinnen. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn ihr da mehr Bescheid wisst, lasst es mich wissen. Und ich habe gesehen, 80% meiner Zuschauer, also Leute, die meine Videos schauen, haben meinen Dreckskanal nicht abonniert. Nicht abonniert, also das kann eigentlich echt nicht sein. Wie soll ich mir da jemals einen asozialen Sportwagen kaufen? Sehr allergisch. Wenn du das siehst, einfach mal auf den Abo-Button drücken. Tut auch gar nicht weh und ist natürlich kostenlos, meine Freunde. Wenn ihr noch andere Empfehlungen für einen Endschalldämpfer habt, der auf meinen Krümmer passt, muss ich natürlich dazu sagen, dann schreibt es mir gerne. Lasst es mich auf jeden Fall wissen, was ihr noch am Bike ändern würdet. Also ich habe gedacht, vielleicht an die Core, aber das zahlt sich eigentlich nicht mehr richtig aus. Ich werde dann wahrscheinlich im Herbst eine 125er fahren. Also mal schauen, was ich da noch machen werde. So Kleinigkeiten könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich noch tunen kann. Wie man sieht, ich habe wieder meine Originalbirne eingebaut, da das Dreckskino Teil nicht funktioniert hat, beziehungsweise schon funktioniert hat, aber nur für 5 Minuten. Also der neue kommt dann hier hin und das wird richtig affengeil. Die Ehrenmänner und Ehrenfrauen lassen natürlich ein Like da, abonnieren diesen Dreckskanal, damit ich endlich auf die 1000 Abonnenten komme und aktivieren auf gar keinen Fall die Glocke. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.